Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta in Welt of Rome Tanks bla. Was? Nein, Schmarrn. Okay, nochmal in Rome Total War 2. Gut, das hat ja sehr gut geklappt. So, letztes Mal wurde unsere unbesiegbare Armee ein bisschen verdroschen. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Und jetzt kommen die da dazu und hier ist alles in Ordnung. Gut. Ich schau mal gerade. Ja, schade. Das ist mir egal. Gut, aber sonst haben wir nichts mehr zu tun und wir gehen weiter. Der Plato. Der Plato bekommt noch eine Fähigkeit. Oh, Entschuldigung. Nein, tut er nicht. Irgendwie die Leute, die nicht in meiner Familie sind, werden hier voll gedisst. Oder gehänselt oder was auch immer. Whatsoever. So. Mal schauen, ob wir dann eher nach Italien rübergehen oder nach Kleinasien. Ich würde eher sagen, dass wir nach Rom rübergehen. Nein, 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 nein. Fuck. Ich hab doch wieder weggedrückt. Oh Mann, wie dumm kann man sein? Das habt ihr ja gesehen. Ich hab wieder hier hingedrückt, bevor der im Wasser war. Oh, das ist so dämlich. Da muss man wirklich aufpassen, dass man die Städte. Warte, ich zeig mal kurz. Die Städte. Also, kann ich gerade nicht. Oh, ich kann es gerade nicht zeigen. Hier, nee. Also, dass man das Schwert hat und nicht die Zielscheibe quasi, weil Zielscheibe ist für die. Ah, warte, ich. Ja, natürlich. Ich kann es nicht zeigen. So, Apollonia. Ah, die haben sogar hier das da. Nee, das ist gerade. Ich brauch Money. Ich brauch Money, Money, Money und Essen, Essen, Essen. Kann ich hier was machen? Ja, naja, nee, nicht wirklich. Also, ich kann die öffentliche Ordnung pushen ein bisschen. 100 durch Landwirtschaft. Forschungsrate und Bildung. Ja, öffentliche Ordnung ist gerade stabil. Da mache ich mal eine Forschungsrate. Und hier Ruhestand. So. Weg versperrt. Alles gut. Die Streiter der Nike bekommen immer noch nichts, aber die 300 bekommen was. Und zwar das da. Das wird jetzt lustig. Also da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Vor allen Dingen, wenn... Warte, ich kann ja hier reingehen. Hier hin. Und dann fange ich an zu plündern. Weil das mag er nicht. Aber ich mag das, weil dann bekomme ich mehr Kohle nächste Runde. So. Das sechste Mal. Oh, 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 oh. Ja, okay. Das ist ihm scheißegal, weil er dann einfach nach Pella geht. Gut. Ah, super. Also Syrakus hat irgendwie nicht gecheckt, dass meine Fullstack-Armee hier in Gewaltmarsch ist. Weil in Gewaltmarsch haben die... Ja, der will mich verarschen, oder? So, jetzt hat. Gut. Genau, so ist Seegefecht und so ist... So, also, so gehen die eben zu... In kleine Frachterboote und greifen dann eine Stadt an und so machen die es gescheit. Ach, das ist doch
Doof alles. Gut, also, ja, Pella. Die haben hier vollen Zugang. Warte mal. Aber natürlich komme ich da nicht hin, ne? Natürlich. Aber vielleicht komme ich da doch noch hin. Es war ein Gewaltmarsch, aber das heißt nur, dass meine Leute nicht so viel Moral haben. Aber die haben eh ziemlich krasse Moral. Also Sparta halt, ne? Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Pella, die bauen wir mal aus. Könnte sein, dass ich jetzt das weggeschmissen habe, aber glaube ich nicht. Also wenn sie jetzt angreifen, dann wird es ja unterbrochen. Aber ich glaube nicht, dass sie angreifen, weil sie können das nicht schaffen. Weil da ist jetzt eine Fullstack-Armee von mir drin. Und ja, der geht wieder zurück. An sich könnte ich das sogar schaffen, wenn wenn ich nur ja, wenn ich 5 oder 10 Pikenier-Einheiten habe, dann könnte ich das auch. Nee, nicht so viel. Also 5 würden gegen eine Fullstack-Armee reichen. Es sei denn, er macht das ziemlich clever. Gut, also. Das spiele ich auf jeden Fall, weil Sparta darf man nicht so unterschätzen. Also die haben, also die Moral von denen ist echt genial. Und dementsprechend, warte, ist das ein Kriegsschiff? Ja, das ist ein Kriegsschiff. Aber ich habe auch Kriegsschiffe. Unterstützungsschiffe bereit. Also der kommt komplett zu Wasser, ne? Jetzt ist die Frage, hole ich die hier rauf oder nicht? Ich glaube, mit denen will ich so viel Damage machen wie möglich. Wenn von hinten jemand kommt, dann hier und die da bleiben mal hier. Ah. War ja klar, dass die genau hinter ihnen kommen. Aber ja, es ist mehr oder weniger realistisch. Aber das da sind keine Kriegsschiffe. Das ist mal richtig, richtig geil. Das ist richtig, richtig gut. Weil die kann man extrem gut rammen und die sind extrem. Ja, die haben eigentlich nichts zu sagen. Eines unserer Schiffe wird geentert. Habt ihr euren Stahlschwert? Schiffe zu euren Diensten. Unterstützungsschiffe zu euren Diensten. Bereit zum Einsatz. Wie, die sind nicht. Unterstützungsschiffe zu euren Diensten. Vor allen Dingen, das ist nicht zerstört worden. Das ist seltsam. Kampfschiffe bereit zum Angriff. Zu Befehl. Naja, egal. Die Männer wanken. Macht Platz. Feuert auf den Feind. Bemannt und bereit. Kampfschiffe bereit zum Angriff. Bemannt und bereit. So, Nummer 2 ist weg. Die gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, das ist in Ordnung. Pikiniere müssen weg. Also, ja. Bemannt und bereit zu Befehl. Zerstückelt sie. Bereit, willig, Schiffe zu eurem Dienst. Stahl schmecken! Waffen bereit! Bemannt und bereit!
Ja, bei dem hat es gereicht, ne? Das ist echt komisch. So, an sich ist das alles in... Hä? Achso, ja, genau, die Kavallerie ist ja jetzt immer sofort an Land. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Gut, dann kann ich ja mit meiner Kavallerie schon mal seine Kavallerie begrüßen. Bereit, willig und fit. Das ist gut, dass ich die Sperrträger dann bekomme. Ausrücken! Also wenn ich sie noch bekomme. Hier so eine Pixel-Ding. Waffen bereit! Oh, da ist ja auch noch einer. Aber Steinschleuderer sind nicht so gefährlich wie... Wie Sperrträger. Ach, die verarschen mich doch jetzt. Komm her. So. Die schaffen es echt nicht, ne? So, aber jetzt was. Einfach drehen, nicht fahren, einfach Boot drehen. Sehr schön. Und jetzt kommen. Sehr schön. Gut gemacht. Good boy. Meine Güte. So, und jetzt landest du mal hier. Ich muss den nochmal versuchen, einmal von hinten zu chargen und den zum Wanken zu bringen. Bevor die komplette Armee dann reinkommt. Schnelle Nahkampfkavallerie! Okay. Ja, das war's jetzt. Der hat enorm viel mitgenommen. Also viel zu viel. Ich meine, es war 2 gegen 1 und der hat mir insgesamt, er hat mir genauso viel mitgenommen wie meine beiden Einheiten bei seiner. Und es ist wirklich 1 zu 1 die gleiche Armee. Die gleiche Armee, also es sind die gleichen Einheiten. Vielleicht hat er noch ein Update oder so. Also wir haben ja die besseren Pferde. Aber vielleicht hat er irgendwas anderes Besseres. Okay, jetzt macht er eh Suizid. Deswegen. Oder doch nicht? Hätte er erstmal besser gemacht. Schleuderer!
So, hier brauchen wir nicht zu schützen, sondern eher hier. Ja, das ist schon mal gut. Die können hier rein und dann da oben hin. Ja, das sieht unglaublich easy aus. Das kann man nicht verlieren. Können wir mal ein bisschen schnell machen. Damit die schießen können. Pikiniere. Nee, schieß mal auf die Pikiniere. Weil die sind gefährlicher. Das sind Steinschleuderer auch, ja. Gut, ja, easy. Also selbst wenn meine Schiffe die Transporter von denen nicht so gekickt hätten, hätte ich auch gewonnen. Weil, naja, also ich habe halt Pikiniere, ne? Also ich habe 3 Pikiniereinheiten. Und das, in der Regel reicht das aus. Ach stimmt, ich will ja den General töten. Ja, das stimmt. Dann kämpft er mal solo gegen Pikiniere. Mal schauen, wie viel die dann aushalten. Der hat halt immer noch nichts verloren und der schon 5. Das ist halt richtig krass. Oder wahrscheinlich waren das die gegen die Steinschleuderer gekämpft haben. Ja, jetzt langsam geht's runter. Will der etwa zu meinen Pferden? Wieso will er zu meinen Pferden und nicht zu meinem General? Schon, gell? Wohin geht er denn jetzt? 80? Ja, jetzt. Stell dich mal breiter auf und dann versuch von der Seite zu kommen. Ja, genau so, genau so. Der hat gerade seine Phalanx ausgemacht.
Wie soll denn da mein General verlieren? Deacon bereit! Ja, Kommandant! Das ist... Nein, das machst du nicht. Ich will, dass mein General stirbt. Jetzt konzentrier dich mal auf meinen General. Warte, geh mal da weg. Du greifst jetzt hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Du greifst mal den an. Unser General ist gefallen. Danke. Das hat ja echt gedauert. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Meine Güte. Das ist ein Güte. Schändlicher Anmerkung. So, General tot, alles gut. Aber ganz ehrlich, wenn ich den nicht weggeschickt hätte, hätte er verloren. Also hätte der General überlebt. Gegen eine Pikeniers-Phalanx. Das ist ein bisschen super heftig. Es hieß, der General ist tot. Ja, ist er auch. Gut. Nein, ist er nicht. Hä? Nein. Wer ist das denn jetzt? Daurisi. Haben wir ein Bündnis? Haben wir ein Bündnis? Nee, haben wir nicht. Und das Ding ist, wenn ich mitkämpfe, dann bekommt sie die ja. Nee. Der Handel ist eine gute Sache. Ja, finde ich auch. Handel ist immer gut. Gut, sie hat es nicht geschafft. Rang erhöht. Okay. Besonnenheit. Minus 10 Moral für alle feindliche Einheiten. Was? Warum? Aber ich mache hier die Infanterie. Wir hungern nach einer Der hat jetzt wirklich überlebt. Wie hat der überlebt? Ich verstehe es nicht. Es hieß doch, der General ist tot. Ich kapiere es nicht. Oh, die Römer sind in Jada gelandet. Interessant. Marktsiedlung, Landwirtschaftssiedlung oder Zivil. Machen wir mal Zivil. Wie hat der in Essien, oder? Bin ich beknackt. Du gehst dich mal jetzt rächen. Oh nein, er ist tot. Na schön. Jetzt ist die Überlegung. Aber mit denen kann er die immer noch nicht einnehmen. So. Schaut mal, wie perfekt er sich einfach wieder aufgestellt hat. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht klar. Gut, aber die 300 werden erstmal hier drin bleiben. Und ich werde jetzt mit der Folge hier aufhören. Ich habe noch sehr viel Arbeit zu tun. Oh Mann. Am liebsten werde ich wirklich hier erstmal so wieder vorproduzieren, weil vor Weihnachten gibt es sehr viele Aufträge und so weiter. Gut, aber das ist mein Problem. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.